Herzlich willkommen am Franziska Josephinum. Mein Name ist Alois Rosenberger und ich habe die Ehre, diese Schule als Direktor leiten zu dürfen. Was bieten wir an? Eine maturaführende Schule in 5 Jahren. Das heißt, die Matura qualifiziert für Universitäten oder Fachhochschulen. Gleichzeitig ist es kombiniert mit einer Berufsausbildung, daher in Summe 5 Jahre. Welche Ausbildungsrichtungen haben wir? Die Landwirtschaft, generell die älteste Abteilung, weithin bekannt. Im Bereich der Landwirtschaft versuchen wir, unsere Schüler möglichst zukunftsfit auszustatten. Ja, in den Bereichen Pflanzenproduktion, Nutztierhaltung, die Betriebswirtschaft als Querschnittsmaterie oder auch im landtechnischen Bereich versuchen wir ihnen das theoretische Wissen anzueignen. Aber was uns auch auszeichnet, ist, dieses theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen. So, wir befinden uns hier auf dem Versuchsfeld des Franziska Josephinum. Wir sind hier im Rahmen des Pflanzenbauunterrichts, der sehr praktisch, aber auch theoretisch gestaltet ist. Wir schauen uns hier an, was auf diesem Versuchsfeld wächst, aber wir schauen auch in den Boden, wie er aufstrukturiert ist und schließen daraus, wie wir den Boden bearbeiten. Die Abteilung Landtechnik, sie kombiniert Landwirtschaft mit maschinenbaulichen Fächern und mit Konstruktion, spezialisiert auf Landmaschinen. Landtechnik am Franziska Josephinum ist inhaltlich eine HTL für Maschinenbau. Neben der Konstruktion und Berechnung von Landmaschinen beschäftigen wir uns auch mit der Anwendung dieser in der Praxis. Pflanzenbau, Nutztierhaltung und auch die Betriebsführung in der Landwirtschaft gehören zu unseren Themen. Dann die Lebensmittel- und Biotechnologie. Ebenfalls eine landwirtschaftliche Ausbildung, kombiniert mit Lebensmitteltechnologie, mit Laboratorien, Mikrobiologie und Hygiene, also vom landwirtschaftlichen Rohprodukt bis zur Küchentier. Hier im Mikrobiologielabor werden selbst hergestellte Produkte wie Käse, Joghurt oder Müsliriegel aus dem Lebensmittel- und Biotechnologischen Zentrum untersucht. In einem nächsten Schritt werden sie auch chemisch analysiert. Und das Besondere an der Abteilung Lebensmittel- und Biotechnologie ist, dass die Informationen aus der Forschung, welche in den Diplomarbeiten gewonnen werden, auch praktisch umgesetzt werden und in den Unterricht einfließen. Unsere jüngste Abteilung, die Informationstechnologie für Landwirtschaft, kombiniert eine landwirtschaftliche Ausbildung mit Informatik, Softwareentwicklung, Programmieren, agrarische Informationssysteme. In unserer neuen Abteilung wird vor allem sehr viel Wert auf die IT, auf die Elektrotechnik und auf die Softwareentwicklung gelegt. In der Landwirtschaft gibt es zum Beispiel Anwendungen in der genauen Düngerausbringung oder in GPS-gesteuerten Traktoren. Was mein Interesse besonders für diese Abteilung geweckt hat, ist die Kombination aus Landwirtschaft, Digitalisierung und Automatisierung. Weil auch jetzt schon spielt das in jeglichen landwirtschaftlichen Bereichen eine große Rolle. Das alles mit vielen Zusatzausbildungen, die wir anbieten, von Sport, Musik bis zum Führerschein, bis zur Jagdprüfung. Und das alles in einem gemeinsamen Lebensraum, dem Internat. Statt 2 Geschwister gibt es plötzlich 32. Das macht das Leben spannend. Und das Internat ist die Keimzelle für den legendären Zusammenhalt der Josephinerinnen und Josephinern, die über den Absolventenverband entsprechend gefördert wird, zum Beispiel durch eine Jobbörse oder viele Veranstaltungen. Also ich gehe gern in Freizeitclub, weil ich Schülerinnen und Schüler von alle Klassen, von alle Zweige treffen kann und gleichzeitig Freundschaften fürs Leben schließen kann. Also mir gefällt darin, dass die Erzieher für alle immer offenes Ohr haben und man kann sie auf Kaffee und kleine Köstlichkeiten auf der Drahtschall zusammensetzen. Nach der Schule treffen wir uns sehr gerne, um Filme zu schauen und Spiele zu spielen. Außerdem haben wir einen Raum mit einem kleinen Klavier, mit einem Billardtisch und einem Wutzler. Wer zu uns kommt, nachdem er schon 3 Jahre landwirtschaftliche Fachschule absolviert hat, kann in 3 Jahren die Matura ablegen. Und wer zu uns kommt, der bereits eine Matura hat, der kann in einem Fachhochschulstudium, einem Bachelorstudiengang Agrartechnologie und Digital Farming, die wir in Kooperation mit der Fachhochschule Wiener Neustadt anbieten, auch hier studieren. In Kooperation mit der FH Wiener Neustadt wird hier am Standort, am Campus Franziska Josephinum, der Bachelorstudienlehrgang Agrartechnologie und Digital Farming angeboten. Die Studierenden erhalten hier die digitalen und agrarischen Schlüsselkompetenzen, die schlussendlich in der Wirtschaft benötigt werden. Sie haben hiermit hervorragende Karrieremöglichkeiten und haben auch hier beste Voraussetzungen, um sich dann bei weiterführenden Masterstudiengängen zu spezialisieren.
Die Studierenden beschäftigen sich mit neuen Technologien, sie lernen diese neuen Technologien anzuwenden und erlernen auch das digitale und agrarische Werkzeug, um schlussendlich diese Technologien in weiterer Folge entwickeln zu können. Einige Beispiele sind eben zum Beispiel die Anwendung von Roboter. Roboter helfen uns zukünftig, Unkraut zu jäten und sichern uns damit hochwertige Lebensmittel. Oder Satelliten oder Drohnen ermöglichen uns neue Perspektiven in der Landbewirtschaftung. Und mit dem Wissen können wir in weiterer Folge wirtschaftliche Ziele und ökonomische Ziele miteinander sinnvoll kombinieren. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Es würde mich freuen, wenn wir uns wieder begegnen würden bei Ihrer Schulkarriere hier bei unserem Franziska-Josefinum.